Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir haben es in den vergangenen Tagen auch oft gehört, Deutschland ist ein starkes Land, 71 Jahre in Frieden und Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit haben uns einen beachtlichen Wohlstand beschert. Der Fleiß der Menschen, die Innovationskraft der Unternehmen hat unser Land zur Wachstumslokomotive Europas gemacht, ganz besonders in den vergangenen Jahren. Deutschland, und das will ich betonen, ist aber auch ein schönes Land. Die vielfältigen, meist bunten Landschaften von Flensburg bis Oberstdorf sind ökologisch wertvoll und wichtig und machen unser Land auch für in- und ausländische Touristen attraktiv. Für unser Ministerium mit seinen Haushaltsmitteln geht es maßgeblich um die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume. Es geht um wirtschaftliche Perspektiven unserer insbesondere familiengeführten bäuerlichen Land- und Forstwirtschaft. Es geht ebenso um die Themen Ernährungssicherheit, Ernährungsbildung, Lebensmittelverschwendung, gesunder Verbraucherschutz und nachwachsende Rohstoffe stehen ebenso ganz oben auf der Agenda. Mein Dank gilt deshalb an dieser Stelle ganz besonders unserem Bundesminister Christian Schmidt und seinem Haus. Mein Dank gilt auch unserem Chefhaushälter Caius Caesar mit seinen Kollegen, dass es wiederum gelungen ist, die Mittel im Einzelplan 10 ähnlich wie im vergangenen Jahr auch für 2017 um fast 5% aufzustocken. Diese Mittel, meine Damen und Herren, die werden ganz sicher gebraucht. Vieles wurde heute bereits über die notleidende Landwirtschaft gesprochen. Und Sie können sicher sein, unser Minister, sein Haus und die zuständigen Parlamentarier werden alles dafür tun, dass diese Mittel auch gut eingesetzt werden. Das Ministerium und die Politik können, na klar, nicht jedes Defizit und jede Preiskrise ausgleichen. Deshalb müssen wir alle mit Nachdruck daran arbeiten, dass die Land- und Forstwirtschaft mit ihren Leistungen für die Allgemeinheit und ihre Produkte wieder mehr Wertschätzung in der Gesellschaft erfahren und mehr Wertschöpfung bringen. Bevor der ohnehin starke Strukturwandel, auch das wurde hier schon angesprochen in der Branche, das Höfesterben weiter beschleunigt und damit auch die von uns liebgewonnenen vielfältigen Kulturlandschaft und die Struktur der Dörfer extrem gefährdet. Wir dürfen die Landwirte, und da sind wir uns alle einig, mit der Last nicht alleine lassen. Wir müssen Weichen stellen. Handel und Gesellschaft muss erkennen, dass sie ihren Anteil bringen müssen. Ich sage, wir alle können und müssen stolz sein auf die Leistung unserer Bäuerinnen und Bauern. Sie produzieren die Lebensmittel von weltweit höchster Qualität, was zum Beispiel durch die jährliche Statistik über Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln auch beweisbar ist. Das Prädikat, meine Damen und Herren, Lebensmittel made in Germany, das gibt es schon. Es muss nur in die Köpfe der Menschen. Insbesondere auch der Handel muss seinen Beitrag dazu leisten, dass Lebensmittel aus deutschen Landen ihren Preis haben und nicht permanent verramscht werden dürfen. Mit dem Agrarmarktstrukturgesetz haben wir die Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich die Erzeuger gegenüber dem Handel besser aufstellen können. Diese Möglichkeit gilt es jetzt sukzessive umzusetzen. Das hat der Minister bereits angesprochen. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er erstmals
diesen großen Milch- und Lebensmittelgipfel ins Leben gerufen hat und da weiter die Hand und den Finger in die Wunde legen wird. Selbstverständlich braucht unser Land auch zukünftig neben dem Import von Lebensmitteln einen gewissen Exportanteil. Ich habe kein Verständnis, wenn der Kollege Bartsch als Fraktionssprecher der Linken hier vor zwei Tagen anprangert, dass deutsche Milchprodukte nach Afrika geliefert werden. Und das insbesondere vor dem Hintergrund, wenn man bedenkt, dass es geschätzt 800 Millionen Menschen auf dieser Erde gibt, die Hunger leiden und ca. 60 Millionen auf der Flucht sind. Ich sage deshalb ganz klar im Hinblick auf die vielfältigen Anfeindungen von allen möglichen Seiten, die hier jetzt schon wieder zunehmen, unsere Bauern, auch im Zusammenhang mit dem Klima, Umwelt und mit dem Tierschutz, natürlich kann man immer darüber reden, noch besser zu werden, wenn es denn auch honoriert wird. Aber unsere Bauern sind für die globalen Herausforderungen unserer Zeit nicht das Problem, sondern ein ganz, ganz wichtiger und maßgeblicher Teil der Lösung. Und lieber Kollege Friedrich Ostendorf, Beschimpfungen gegen den Minister oder gar, wie es in vielen Attacken die letzten drei Jahre gegen die Landwirtschaft, bei Tierhaltung, bei Pflanzenschutz, bei Düngung aus euren Reihen geschehen ist, die bringen uns nicht weiter. Die sind in hohem Maße kontraproduktiv. Und deswegen sage ich, lasst uns doch gemeinsam dieses wichtige, schwierige Thema angehen. Jetzt geht es kurzfristig darum, das zweite Hilfspaket zur Liquiditätsstabilisierung auf den Weg zu bringen. Der für mich erkennbare Ansatz ist durchaus ein guter und wir sind alle gespannt, was die Agrarministerkonferenz in den nächsten zwei Tagen bringen wird. Positiv ist die Aufstockung der Mittel für die landwirtschaftliche Unfallversicherung auf erneut 178 Millionen Euro. Das hilft der gesamten Branche und jedem einzelnen Land- und Forstwirt. Die CDU/CSU setzt sich ferner dafür ein, Freibeträge für die Schuldentilgung einzuführen und ganz wichtig zur besseren Risikovorsorge, wie von der Branche seit langem gefordert, wollen wir die Gewinnklettung auf 3 Jahre ausweiten. Sie sind alle aufgefordert, den Weg mitzugehen. Die Themen gesunde Ernährung, Lebensmittelsicherheit und Verschwendung haben natürlich im Ernährungsministerium und im Haushalt eine hohe Priorität. Mit dem nationalen Aktionsplan in Form der Kampagne »Zu gut für die Tonne« oder dem Aufbau des Bundeszentrums für Ernährung sind wir ganz sicher auf dem richtigen Weg. Steuern, meine Damen und Herren, auf Fleisch, Zucker oder Fett wird es mit der CDU/CSU-Fraktion definitiv nicht geben. Ich möchte noch ein herzliches Dankeschön sagen an die Behörden, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, wo viele Fäden zusammenlaufen. Ein Dank an das Bundesinstitut für Risikobewertung und an das Bundesamt für Verbraucherschutz, wo überall eine hocheffiziente wissenschaftliche Arbeit geleistet wird. Und da gilt genau das Gleiche. Anfeindungen an diese unabhängigen Institute sind nicht nur kontraproduktiv, sie sind einfach nicht fair. Und im Hinblick darauf, dass wir irgendwann mal wieder den Rat aus diesen Häusern dringend brauchen, ist es auch unanständig. Ich glaube immer noch an die Energiewende und daran, dass die nachwachsenden Rohstoffe, die ländlichen Räume, eine wesentliche Rolle spielen werden. Die Fachagentur
nachwachsende Rohstoffe leistet hier einen Beitrag und muss ebenfalls weiter gefördert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen eine Politik für den ländlichen Raum. Ich freue mich, dass der Haushalt in unserem Ministerium dazu viele gute Ansätze bietet. Gleichwohl müssen wir auch die anderen Bundesressorts mehr oder weniger gelingt uns das mit ins Boot holen, damit gleichwertige Bedingungen für die Menschen in Stadt und Land weiterhin hergestellt werden und bleiben. Dort, wo weniger Menschen auf dem Quadratkilometer zusammenleben, braucht es einfach eine andere Förderung. Da geht es um die Infrastruktur von Straße, Schiene, schnelles Internet, es geht um Schulen, es geht um die medizinische Nahversorgung und eben darum, dass in den ländlichen Räumen weiter mittelständische Unternehmen, Handwerk, Land- und Forstwirtschaft neben den Vereinen, ich komme gleich zum Ende, und den Organisationen für weiterhin eine Vitalität bieten. Mit klugen politischen Entscheidungen können wir dafür Sorge tragen. Wir brauchen für die Belange der ländlichen Räume auch in Zukunft eine hohe Priorität. Dazu braucht es in Zukunft noch mehr Haushaltsmittel. Wir haben mit dem Haushalt im BML einen richtigen, wichtigen Schritt dahin gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt Karin Binder.